Willkommen zurück zu Yoshi's Island. Lange war es her, aber endlich geht's weiter mit Welt 6-5. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie bin ich inaktiv. Oh no. Nein. Das war es ein sehr fieses Level, das hier. Ein bisschen ungünstig, dass ich jetzt Yoshi's Island schon seit längerem nicht mehr gezockt habe. Denn das ist ein Scrolling-Level. Das war ein sehr fieses. Und selbst wenn diese Blume geschenkt war, aber hier ist ja schon nette One-Hit-Lava. Und noch ist es zwar nicht so, aber später wird das sogar noch richtig fies schnell scrollen. Es wird sehr unangenehm. Okay, warte mal, was? Die Stacheln tun etwa weh. Interessant, aber wenigstens verlässt Yoshi nicht den Screen mit. Nein! Ich will nicht zerquetscht werden. Ah, verdammt, das ist ein Scheigei. Nein, du hast nicht ab. Und hier kommen noch so fiese Steine runter. Auch selbst wenn dieser Stein vielleicht. Warte mal. Da ist mal ein Savey. Hab nämlich keine Lust, hier Sachen nochmal neu zu machen. Müsst ihr ja auch verstehen können, oder? Brennende Shy Guys. Sowas sah man auch noch nicht allzu häufig. Und es scrollt so langsam und später richtig schnell. Auch interessant, dass sie einfach keine Mitte finden können. Moment, geht's hier rein? Nö. Ich überlebe! Denke ich. Dieser Stein. Bringt das mir was, hier so ein Feuerball in den Mund zu haben? Dann kann ich auch Feuer aufschießen. Auch Feuer schießen, ne? Ah, hier sind Coins. Ja, darum konnte ich jetzt nicht lang. Aber Moment, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Guck mal, wo war mein letzter Save? Ich weiß gar nicht mehr, voll Demenz. Sicherheitshalber mache ich hier auch nochmal einen. Da muss man aufpassen wegen den Stacheln da oben. Dachtest du dir? Das dachtest du. Nein! Da geht's rein. Hab ich leider ein bisschen zu schnell. Nicht zu schnell, aber zu spät bemerkt. Aber ist auch wirklich sehr fies. Warte mal. Das ist wirklich fies. Ich hoffe, dass da rechts nicht mehr was ist, dass er nichts ist. Oh mein Gott, Squad ist nicht mehr. Für eine kurze Millisekunde. Aber leider, Squad ist jetzt wieder. Okay, so Eier schießen. Da würde ich definitiv empfehlen, da mit voller Eier reinzugehen. Denn wenn man das nicht kaputt kriegt, dann wird man leider ein bisschen zerquetscht. Aber zum Glück gibt es ja auch überall wieder welche. Und ich glaube auch im Inventar hätte ich welche. Ja, guck doch an, wie viele Eier das hier, die es hier zum Holen gibt.
Also wirklich in der Eiernot sollte man hier nicht geraten, vor allem weil man auch noch am Anfang noch voll aufstocken konnte. Nein, nein, nein. Und das ist der Grund, warum ich häufig Selbstdates mache. Denn jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen. Oh, was ist das? Ich hab ein Secret gefunden. Ein One-Up. Was? Also Game Over geht man hier scheinbar auch nicht. Überhaupt was? Ist sogar echt was. Sterne! Jetzt kommen noch die Abgründe, oder? Mach ich mal ein Safe State. Oh ja, die kamen jetzt. Also am besten. Ey, gut, dass ich hier ein Safe State gemacht habe. Also ich mache jetzt hier nicht ein Safe State, weil ich hier zu scheiße will für dieses Level, aber ihr wisst es ja. Ich will auch nicht die ganze Zeit nur sterben. Doch auch ziemlich uninteressant für euch zuzugucken. Darum setze ich einfach mal hin und wieder ein paar Savies. Denn dann bleibt Unterhaltungskurve auch oben. Mach kaputt, aber schnell. Da waren auch nochmal viele rote Münzen dabei. Und natürlich auch eine Blume. Und nochmal ein Checkpoint. Fair. Und hört auf zu scrollen oder scrollt es jetzt? Ja, es scrollt. Und es scrollt sicherlich verdammt schnell. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ja. Ja. Geht ab. Ah, danke, dass du sie beseitigt hast. Oh, oh. Hilfe! Hilfe! Hilfe, was soll das? Nein! Dann kriege ich ja keine One-Ups, wenn ich hier die schon alle vorher besiege. Sind überhaupt One-Ups? Hm. Dann wieder ersetzt, denn jetzt geht's ab und da das eben so lame war. Aber ich glaube, die Dinger. Weil ich. Yoshi. Yoshi. Oh Mann, das ist so fies. Aber können die das nicht wenigstens ein bisschen ankündigen, wenn da so ein Scheißteil runterkommt? Würde es vielleicht ein bisschen fairer machen, findet ihr nicht, aber... Oh nein, oh nein, oh nein. Und verpasst. Das war diese Stelle. Das Schlimmste ist, man kann sich ab dann nicht mehr umbringen. Das heißt, man muss dann zwangsweise ins Ziel. Ich weiß nicht, ob die rot war, aber ich will sicher gehen. So. Man muss ihn einmal rammen. Und ich hab's, Leute. Ziel.
Engel. Da hab ich alles gefunden. Ich hatte schon Sorgen um die Blumen, denn ich kann mich nur an 3 erinnern, die ich da eingesammelt habe. Aber hat alles seine Richtigkeit. Dann geht's weiter mit Welt 6. Ich denke, das war auch noch in diesem Part. Er wäre sonst ein bisschen kurz, denkt ihr nicht? Tiefgründiges Grauen. Wie habe ich mir denn das vorzustellen? Tiefgründiges Grauen. Vor mir ist ja schon so ein Skelett. Ist das jetzt hier ein Friedhof-Level? Oder Secret? Ein One-Up? Ist ja nicht so, dass ich bereits über 900 Stück hätte. Ich will da hoch. Will da hoch. Danke. Und dann soll ich die Kiste runterwerfen. Gib mir die Sterne. Halt nicht. Das ist ein sehr merkwürdiges Level. Wir müssen die Augen offen halten. Und geht erstmal schön lang. Oh verdammt. Viel zu viele Gegner. Ja, wie will ich denn die bitte schön besiegen oder Alpha Damage boosten? Oder was? Also dieses Level wird sehr interessant. Ja, damit spusten zahlt sich immer aus. Kleiner. Ich muss aber aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Dann kann ich hier so drüber springen. Ach komm, das wäre so episch, wenn das funktioniert hätte. Wo kommt ihr alle? Ja, ein Key. Ich sehe ein Key. Aber wie komme ich denn daran? Ja, auf jeden Fall nicht regulär, mal gucken. So. Ich hab da so ein kleines Problemchen. Yoshi? Das Level wird interessant, Leute. Ich hasse schon jetzt. Nein, du Stein. Wieder rein. Na komm, sind eh nur Sterne. Was ist, wenn ich hier runterfalle? Ja, dann werde ich schon präsentiert, dass ich hier so einen Schlüssel brauche. Ah, jetzt gecheckt. Achso, besiegt die Flamme. Ich habe herausgefunden, wie man es schafft. Ist schon mal gut. Ich will nicht hier mit der Zunge. Nee. Bei ihm mit der Flamme in dem anderen Leveler konnte ich doch aufsammeln und dann halt. Ist schon. Boah, aber. Ist das ätzend? Komm, einfach mal Glück hoffen. Ich gehe da nicht drunter. Bleibst du hier? Dann mach alles kalt.
Was? Da ist ja kein Bandit mehr drin. Und jetzt werde ich auch hier ordentlich hochgeboostet, oder was? Sehr mysteriös. Aber bisher war da jetzt noch nicht viel drin. Da mach ich mir ein Safe-State. Also jetzt so rote Münzen technisch. Da kommt das jetzt nochmal, dasselbe. Also diesen Raum will ich hier noch schon haben. Stennis! Wer weiß, wie lange ich sie behalten darf. Dann noch weiter. Halt! Erstmal hier das erkunden. Hey! Was bist du denn für ein Einfallspinsel? Ich typisch nicht mal ganz. Irgendwie lustig. Schau doch mal ab, ja? Dann folge ich mal dem Pfeil. Stopp! Ich hoffe, ich komme noch mal nach oben. Hier hab ich Sterne. Sterne hat man gerne. Hier hat man eine Blume. Hab ich doch viel lieber als Sterne. Und dann One-Up. Und auf der anderen Seite. Nein, 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 nein. Ich glaube, da kommt man so ohne weiteres nicht hin. Dann gehe ich erstmal in diese Tür und hoffe, dass es kein Fehler ist. Na, nochmal zurück wollte ich jetzt und auch wieder nicht. Nein, ich will da nicht in die Scheißtür. Ich wollte halt nach oben ziehen, um ein Ei dahin zu werfen. Oh, meine Güte. So. Was haben wir hier oben? Ja, viel zu komplex. Viel zu komplex. 3. Da ist definitiv eine 3 abgebildet. Und die Münze, die ist nicht rot, die kann nicht rot sein. Denn sie ist nicht rot. Könnt ihr euch mal bitte da verpissen? In dem Fall habe ich jetzt Damage erlitten. Okay, du Tenter. Hier habe ich eine 6. 3, 5, 6 oder was? Wo bin ich jetzt? Erstmal nach oben und jetzt bin ich hier bei der 5. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bin ich schon wieder hier? Wirklich weit komme ich hier auch nicht. Boah, es gibt aber so viele Wege, die ich noch nicht gegangen bin.
Also sie ist sehr verwirrend. Okay, hier sehe ich eine 2. Wie komme ich denn nach da? Auf der Weg, den man machen muss. Ja, dann schießen. Boah, aber die Blume ist fies. Toll und nun. Und jetzt sie wieder neu laden. So, 4 neue Versuche. Plus 2 sind 6. Geschafft. Ah, da schon mal ein Safe-State setzen, oder? Das alles nochmal von neu. Stell ich mir nicht gut vor. Wie viel hab ich denn? Ja, doch schon einiges. Nein, nein, da nicht. Hier bin ich noch nicht lang gegangen. Tür rein. Da war noch was. Da war noch was. Hier komme ich nicht lang. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, was ist das hier für ein Level? Aber ich hab schon mal einen Arztweg. Und das ist was Erfreuliches. Was ist hier überhaupt hier unten? Ach so. Hätten wir das auch schon mal geklärt? Das ist ein sehr mühsames Level. Umso mehr ärgert es mich, wenn ich hier nicht die 100 Punkte kriege. Come on. Geh da rein, bevor da wieder der grüne Typ da meint, er müsste wieder böse Dinge machen. Nein! Ah, das ist fies. Ah, es ist fies. Er macht einen Safe State. Und dann weg mit dir. Dasselbe geht auch für dich. So, muss ich wieder den komplett mitgehen, wenn ich hier irgendwie verkacke. Und genau dann schaffe ich es. Aber es sind jetzt so für diese 2 Münzen. Alles klar. Jetzt die Frage, wo geht's halt weiter?
noch mal da lang. Was? Warte mal. War da sogar noch was Rotes dabei? OMG. Aber der Witz an ist, ich habe jetzt alles. Das heißt, ich muss noch irgendwie den Ausgang finden. Irgendwie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wo der ist. Nochmal, hier wollte ich jetzt nicht. Was ist denn hier? Da kann ich ein Ei durchschießen. Oh! Na, das verändert doch einiges, oder? Nicht durch die Tür, Yoshi! Unfähiger Dino. Ich drücke jetzt mit Absicht nach unten. Ich will schon wieder durch die Tür gehen. Ach komm. Come on. Hä? Was war mit der Tür? Ihr habt doch das auch alle gesehen. Was ist das? Jetzt fühle ich mich offiziell verarscht. Also wenn ich jetzt hier mit dem Bug nicht weiterkomme, ne? Ach ja, und jetzt auf einmal ist es da. Moment. Verdammt. Verdammt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich durch die Tür gegangen bin. Das ist nicht schwer, das ist aber... Aber eben habe ich auch ein Ei hochgeschossen, da kam kein Schlüssel raus. Aber ich glaube, da habe ich nicht da die Mitte getroffen, sondern halt die äußeren Teile. Ist ja auch ganz schön. Einfach nochmal alles hier von vorne, als ob das wir nicht schon häufig genug gesehen hätten. Aber diese Gegner sind so unnötig. Seid so unnötig! Ihr seid so unnötig! Unnötig! Ja, in der Tat. Es ist despawned, weil ich durch die Tür gegangen bin. Und hier hätten wir einen Abgrund. Warte mal. Jetzt hier nicht sofort durch den Sternkreis. Eine Sache müssen wir noch erledigen. Jetzt können wir durch den Sternenkreis. Und kriegen wir Bonus-Minigame? Kriegen wir nicht. Ah, der Part ist schon lang genug. Eine halbe Stunde fast. Also, Leute. Ciao, Leute.